Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Broken Age. Beim letzten Mal haben wir hier noch einen Pfirsich entdeckt, unverhoffterweise. Das war nicht so schlau. Da wir ja. Mal kurz gucken, ich glaube, ich muss dann hier rüber, ne? Genau. Da wir ja noch was gebraucht haben, was wir den Priesterinnen da anbieten können als Lösung des Rätsels. Ich vermute ja fast schon so ein bisschen, dass dieses Rätsel nur dazu dient, dass die hier irgendwie was zu essen bekommen. Mit ihrem komischen Wurzelsaft sind die wahrscheinlich auch nicht so glücklich. So. Jetzt gehen wir hier mal wieder zurück zum lieben Curtis ins Haus. Der ist ja schon gewohnt, dass wir durch sein Dach einfach mal einsteigen. So, wunderbar. Und dann zurück ins Dorf, wo wir dann mal das ausprobieren. Hier fehlt ja die Sonne, weil wir die geklaut haben. Schauen, was wir da irgendwie später einsetzen können oder ob es irgendwie nur darum ging, die Sonne da wegzunehmen. Ich weiß es nicht. Hier entlang. Vielleicht können wir dann auch jetzt erst diesen Harz einsammeln oder dieses Harz. Der Harz, das Harz, das Harz. Da wir beim letzten Mal das irgendwie noch nicht machen konnten. Das Harz versickert schon im Boden. Ich muss Nee, es das geht immer noch aufharzen. Wow, nicht. das wird von Sig. Tschüss. Darum kümmern wir uns dann, ne? Wann anders. Jetzt gehen wir erstmal hier hinter zu den Priesterinnen und gucken mal direkt, ob wir hier recht haben. Hier kommt sie wieder. Sind immer die gleichen Stimmen, ne? Seht mal, eine Frucht. Nee, danke. Das sind unsere einzigen Roben. Wir wollen nicht, dass sie mit klebrigem Zeug bekleckert werden. Das ist die Antwort auf euer Rätsel. Aber es ist nur eine Frucht. Mit einem Kern darin. Oh Ah. mein Gott. Es ist so einfach. Wieso sind wir nicht selbst darauf gekommen? Oh Mann, wir haben uns den ganzen Tag darüber den Kopf zerbrochen. Aber was hat das mit der Pyramide zu tun? Oh, nichts. Nur etwas, das uns unsere Freundin Becky Jorn heute Morgen erzählt hat. Sie hält sich für so schlau. Ich kann es kaum erwarten, ihr die Antwort unter die Oh, Nase das zu ist die reiben. Ex-Freundin von Also, Curtis. kann ich jetzt hineingehen? Ah, ja, meinetwegen. Tu, was du nicht lassen kannst. Toll. Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Hier drin gibt's echt so seltsame Formen. Irgendjemand tobt sich hier aus. Es ist dasselbe religiöse Symbol. Nur dieses hier ist eingelassen, wie ein Sockel für etwas. Es sieht so ein bisschen aus wie diese Shay-Geschichten hier, ne? Ich frage mich, was dieses Symbol bedeutet. Da ist schon wieder dieses Symbol. Ich schätze mal, dass Sie hier Ihren alten Gott begraben haben. Ich schätze mal, dass Sie Ja, hier Ihren alten Gott okay. begraben haben. Auch so von den Farben, ne? Dieses Blau kommt mir jetzt aus dem Raumschiff total bekannt Die vor. Spitze der Pyramide ist durchsichtig. Echt seltsam. Ich glaube nicht, dass er einen Sitzplatz braucht. Was braucht er denn? Das hier. Nee, das benötigt keine neue Sonne. Besonders keine antike aus Kristall. Aber hier kann man das doch Ich drauf glaube machen. nicht, dass das die richtige Form hat, um da reinzupassen. Doch, das ist genau die Form. Ich glaube nicht, dass das in diesen Sockel passt. Okay. Ich glaube nicht, dass das die richtige Form hat, um da reinzupassen. Hey, blinder Gott, ich habe hier was, das die Form hat, die du magst. Und jetzt? Ja, hupsi, das war ich nicht. Oh, hey, du hast meine Steuerschalteinheit gefunden. Das ist fantastisch. Jetzt kann ich dieses Schiff starten und zurück nach Lohuna fliegen. Gern geschehen. Gern geschehen. Oh ja, danke, dass du meine Steuerschalteinheit gefunden hast. Ich habe sie beim Absturz verloren und konnte sie nirgendwo finden.
Ich habe den Einheimischen ein Bild davon gemalt und ständig wiederholt, bringt mir das, bringt mir das. Nach ein paar Jahren musste ich mich in Kryogenschlaf begeben, hoffend, jemand Intelligenteres würde vorbeikommen und es finden. Bist du da? Bist du der blinde Gott? Mann, das ist mir so peinlich. So nannten mich die Einheimischen nach dem Absturz meines Raumschiffs hier und ich habe irgendwie mitgemacht, weil, du weißt schon, Gott. Warst du wirklich tot? Nein, ich befand mich nur in kryogenischem Schlaf und das für 300 Jahre? Wahrscheinlich sind die Einheimischen, die ich hier kannte, längst tot. Irgendwie ist das ganz angenehm. Sie waren doch ein wenig lästig. Ist das vielleicht der alte Shane? Ehrlich zu sein, war das mit ein Grund für meine Krysolation. Hat dein Schiff irgendwelche Waffen? Hey, wow. Da gibt es ein riesiges Monster, das Dörfer zerstört und junge Mädchen frisst. Und es könnte vielleicht sogar schon... Meine ganze Familie könnte... Wie auch immer. Ich muss ein schreckliches Monster fertig machen. Wirst du mir helfen? Na klar. Ich meine sicher. Ich schulde dir was. Aber mein Schiff war nicht mit Waffen ausgestattet, soweit ich weiß. Ich guck mal, sobald dieser Schrotthaufen wieder läuft und sag dir Bescheid. Kann ich helfen? Kommt darauf an. Weißt du irgendwas über Raumschiffe? Nein, ich bin nur eine Bäckerin aus Zuckerdosendorf. Zuckerdosendorf? Ist das so ähnlich wie das Stahlhartdorf? Als ich zum ersten Mal gelandet bin, gab es diesen Ort Stahlhartdorf, vor dem alle Angst hatten. Offenbar ist dort alles voller knallharter Typen. Wir befinden uns also in einem Raumschiff? Nur auf dem oberen Überwachungsdeck. Der Rest davon ist darunter begraben. Ich muss noch ein paar Leitungen reparieren, bevor ich überhaupt erst hineinkomme. Ich bin gespannt. Was ist Lorona? Das ist mein Heimatplanet. Zumindest war er das. Wer weiß, ob es überhaupt noch existiert. Was machen all diese Geräte? Das ist das Hauptüberwachungsdeck meines Schiffes. Dieses Zeug scannt hauptsächlich nach Lebenszeichen oder bewohnbaren Welten. Alles, was bei der Mission helfen kann. Was war deine Mission? Operation Löwenzahn. Löwenzahn? Lorona ist langsam gestorben. Diese sollte uns eine neue Chance in einer neuen Heimat ermöglichen. Stattdessen sind wir hier abgestürzt. Wie ist dein Schiff abgestürzt? Ich denke nur ungern darüber nach, aber es kann sein, dass ich schuld war. Ich habe versucht, mich in die Schiffssteuerung zu hacken und sie zu übernehmen. Dann ist irgendwas schrecklich passiert. Kommt doch sehr bekannt vor. Ehe ich mich versehe, bin ich hier. Okay, bis später. Okay. Was auch immer du erzählst. Kann ich dir hiermit vielleicht helfen? Brauchst du etwas Buntglas für das hübsche Mobilier an der Decke? Oh Mann, diese Spinner haben echt krasses Zeug aufgehängt, was? Ich werde vor dem Abflug erstmal sauber machen müssen. Vielleicht können wir ja jetzt Harz holen. Hi. Hey. Kommst du voran? Tja, es fehlen einige Teile, aber wenn ich sie alle zusammenbekomme, sollte ich etwas zustande bringen. Wie etwa eine Waffe? Nein, tut mir leid. Nein, jetzt hör auf mit deinem Scheiß. Ich reparieren, damit ich hier weg kann. Hab mich noch nicht mit dem ganzen Waffendings beschäftigt. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwelche Ideen hast. Okay, bis später. Aha. Mhm. Ich baue eine Harzwaffe. Hört auf, euch zu kratzen. Hey, der Blinde ist aufgewacht. Haha, genau. Wenn sich der blinde Gott erhebt, werden wir es wissen. Wir sind seine ergebensten Anhänger. Außerdem gibt es ein Feuerwerk und Reporter und so. Absolut. Ja. Was ist dieses seltsame Symbol, das ich überall auf der Pyramide sehe? Du meinst den Primatas? What? Das war das heilige Symbol des blinden Gottes. Es heißt, dass der blinde Gott seinerzeit den Primatas für all seine Anhänger gezeichnet hat. Er war sehr wichtig für ihn und deshalb verehren wir ihn auch heute noch. Tschüss. Ja, tschüss. Wir spüren uns später. Komische Leute. Ja, das ist in diesem Spiel ja auch irgendwie normal, nicht wahr? Wie steht's, Maiden? Ach, wir hängen hier nur ab, um das Dorf zu retten, wie immer. Okay. Bis später, Maiden. Ciao. Kann ich jetzt vielleicht die Angeln mitnehmen? Diese Angelruten sind nutzlos. Okay. Alle Haken wurden gestohlen. Wir probieren es nochmal mit dem Harz.
Das Harz versickert schon im Boden. Ich muss es auffangen, solange es noch frisch ist. Das kann doch nicht sein. Vorhin, als wir den Eimer für was anderes verwendet haben, hat sie ja auch gesagt, dass, dass es hier kein Harz ist. Also hat sie den ja eigentlich dafür reserviert. Nein, meine rechte Seite. Marshedun? Ich überlasse sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, ja. Diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Jetzt sagt der Anheben, ausgezeichnet. Die wird bestimmt halten. Nicht schon wieder. Nochmal, nochmal, nochmal. Tja, wir gehen zurück hier. Komm schon, Clarence, uns läuft die Zeit davon. Die Zeit davon. Ich frage mich jetzt, ob hier die ganze Zeit die Pfirsiche schon da waren oder ob ich das irgendwie... Also ob ich das quasi übersehen hatte davor oder ob das jetzt neu war. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber man ist ja manchmal wirklich blind für bestimmte Dinge, wenn man sie noch nicht braucht. Da gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel von einem Video, wo man erzählen soll, wie viel Mal der Basketball hin und her geht, wenn ein paar Leute spielen. Und wenn man sich darauf konzentriert, merkt man nicht, ich spoilere jetzt dieses Video, aber ich finde, das ist okay, merkt man nicht, dass zwischendurch einer im Gorilla-Kostüm rumrennt die ganze Zeit. So fixiert ist man auf manche Sachen. Du willst diesen Stuhl wirklich nicht? Nein, er könnte jeden Moment anfangen zu sprechen. Ja. Brauchst du einen Eimer? Das wäre ein toller Eimer, um Harz zu sammeln. Ja. Wenn ich mir bei diesen sprechenden Bäumen nur nicht ins Hemd machen würde. Es ist auch ein toller Eimer, um Harz zu sammeln, aber ich kann es nicht. Oder was könnte denn hier als Löffel dienen? Nee, das benötigt keine neue Sonne. Besonders keine antike aus Kristall. Ich bin echt überfragt. Wir gehen nochmal zurück ins Dorf. Hier ist ein Brunnen. Also mich wundert, dass das nicht geht. Das Harz versickert schon im Boden. Ich muss es auffangen, solange es noch frisch ist. Kann sein. Also entschuldigt, wenn es gerade etwas schleppender läuft, aber ich weiß ja auch nicht. Vielleicht haben wir auch hier am Anfang nicht alles gemacht. Hallo? Hallo? Ich guck mal, ob bei diesem Pfirsichbaum noch mehr ist. Weil da konnte man ja vorhin noch links rumgehen und nicht, dass da irgendwie noch ein komplettes Gebäude ist oder so. Was wir irgendwie noch übersehen haben. So, ich bin ja nicht bis ganz zum Rand gegangen. Oh, ich dachte, sie fällt wieder in ein Loch. Ich sollte ja mal die Schuhe anziehen, ne? Bevor es hier böse endet. Ja, wobei das scheint hier wirklich der Rand zu sein. Gib mir Früchte! Verflucht. Gib mir Früchte! Verflucht. Fällt da jedes Mal der gleiche runter? Verflucht. Irgendwie nicht, ne? Ich dachte, vielleicht kann man den Baum irgendwie leer schütteln oder ich habe keine Ahnung. Ich guck mal, ob jetzt nochmal einer runtergefallen ist. Ja, doch. Ich muss diese Frucht nicht in einem Eimer transportieren. Transportiere sie doch in deinem Mund.
Oh, das macht sie wirklich. Mann, das ist aber ein riesiger Kern. Ja, was hat das jetzt gebracht? Flop. Okay. Was war das denn? Gibt es vielleicht noch jemanden, der von diesen Kernen profitieren würde? Ich weiß nicht, normalerweise ist es ja so, dass man eigentlich für jeden Gegenstand immer nur eine Verwendung hat im Spiel. Oder meistens zumindest. Deswegen ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, ob das irgendwie was bringt, was ich hier tue. Ich bin noch so verzweifelt. Ich nehme den mal mit nach unten, den Pfirsich, und guck mal. Irgendjemand wird ihn vielleicht ja wollen. Oder was meint ihr? Als kleines Geschenk. Vielleicht will Mok Chotra ihn. Mok Chotra klingt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber meine Schwester hat früher, als sie noch nicht so gut reden konnte, hat sie immer Telefonate geführt. Also an ihrem imaginären Telefon. Und dann hat sie immer mit irgendwelchen Ärzten telefoniert. Und dann hat sie immer gesagt, die Frau Dotra statt Frau Doktor. Und Mok Chotra klingt ziemlich genau so. Die Frau Dotra hat gesagt, hieß es dann immer. So. Ich hoffe, das nimmt mir meine Schwester nicht übel, dass ich das erzählt habe, aber sie wird es wahrscheinlich nie erfahren. Wie sieht's denn bei dir aus, ne? Willst du sowas? Ja, um ehrlich zu sein, ich könnte sie für meinen Entgiftungsshake gebrauchen. Echt jetzt? Hast du auch einen Smoothie-Mixer irgendwie zu Hause oder was ist da los? Bis später, Curtis. Hüte dich vor den Bäumen. Ja, toll. Und jetzt haben wir ihm die einfach gegeben und es hat überhaupt nichts gebracht, oder was? Dir bringe ich nochmal eine Frucht mit. Was mich übrigens auch gerade, oder was ich mir gerade überlege, ist, dass es ja auch sein kann, dass es einfach nur, verbuggt ist mit dem Harz. Weil wir vorhin es noch nicht machen konnten, weil es quasi zu früh war. Das Harz versickert schon im Boden. Ja, und dass jetzt ich vielleicht den nochmal... Oh, und jetzt schmückst du mich auch noch wie einen Weihnachtsbaum? Nehmen diese Erniedrigungen denn gar kein Ende? Okay. Vielleicht war das mit den Pfirsichen jetzt einfach auch mal komplett unnötig. Man kann doch immer die Maserung des Holzes sehen. Schon ein ziemlich fieses Gör hier. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir das immerhin mal. Also war es nicht verbuggt, sondern nicht, war einfach nur unfähig. Aber das kennen wir ja schon. Also ist nichts Neues. Ja, dann mach das doch mal. Vielleicht wird es auch besser helfen. Nein, das muss weder dickflüssiger noch klebriger werden. Hä? Wir haben so ein daheim. Damit machen wir umgedrehte Kuchen. Jetzt sachte anheben. Ich glaube nicht, dass die Arena dadurch schneller fertig wird. Ausgezeichnet. Die wird bestimmt. Ich probiere es mal mit ihm. Hier, damit hält die Sandmischung besser zusammen. Wirklich? Woher weißt du das? Ich bin Bäckerin. Ich kenne meine Zutaten. Ich würde momentan alles probieren. Der ist schon ganz schön verzweifelt, der Arme. Hey, Clarence, bring die Ladung hier runter, ja? Na, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe, du hast recht. Ja, das hoffe ich auch. Jedes Mal geklappt. Mit Harz. Wie oft hast du es probiert? Nie. Es geht los. Hier kommt eine Welle. Ich kann nicht hinsehen. Was habe ich gesagt? Das nenne ich eine Sandburg. Jetzt kann's losgehen. Die Show beginnt. Nein, noch nicht. Warte, ich bin noch nicht bereit. Was? Nun, ich schulde dir was, also kann ich es ein bisschen hinauszögern.
Aber komm schnell wieder. Ich kann die Bestie nicht daran hindern, aufzukreuzen. Du hast die letzten Stunden es geschafft, sie daran zu hindern. Ich brauche irgendeine mächtige Waffe, bevor Mok Chopra hier eintrifft. Ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal zu unserem besten Freund hier hinten gehen. Also besten Freund im Sinne von den einzigen, den wir haben. Hier drin gibt's echt so seltsame Formen. Und das passt hier wirklich nicht rein? Ich glaube nicht, dass das die richtige Form hat, um da reinzupassen. Das ist doch komisch. Was ist hier eigentlich? Leg diese Laserspule wieder zurück. Ich brauche sie, um Licht für meinen Suchstrahl zu erzeugen. Ah, jetzt ist hier was rausgefallen. Es passt! Vorsichtig mit dieser Vorricht. Wenn sie falsch angeschlossen wird, kann das verheerende Folgen haben. Okay, ich habe es rausgenommen. Aber da drin hat es echt gut ausgesehen. Es ist fast, als ob du absichtlich versuchst, mein Schiff zu überhitzen. Oh, schöne Farben. Ups. Hey, das war mein Verstärkerkristall. Wie soll ich ohne ihn jetzt die Daten vom Suchstrahl ablesen? Es tut mir leid. Ich werde dir einen neuen besorgen. Vergiss es. Alles, was ich will, ist, von hier wegzukommen. Und dazu brauche ich keinen Suchstrahl. Okay. So, wieder da, wo es hingehört. Alles in Butter. Ich hoffe, du hast sie in den richtigen Sockel gesteckt. Andernfalls könnte der Scannerstrahl überhitzen. Ja, das ist doch genau das, was ich will. Wieder zurück. Ich brauche sie, um Licht für meinen Suchstrahl zu erzeugen. Ich putze sie nur. Denn sie war ja oben und wir wollen sie jetzt mal unten reinmachen. Mal schauen, hier was passiert. Hier sieht es besser aus. Tut es nicht? Versuchst du, uns umzubringen? Dezent. Punkt genau. Was hast du getan? Dein Schiff repariert. Ja, guck mal, es blinkt doch schön. Hast ist doch super. Kristall hinter die Laserspule gesetzt. Ja. Wenn ich den mit dieser Anordnung aktiviere, ich meine, die Rückkopplung allein könnte mein gesamtes Schiff zerstören. Ja, das ist doch toll. Ich könnte die zusätzliche Energie eventuell aus der Zieliris ableiten, aber das würde nur eine mächtige Waffenkonstruktion. Ach, was soll's? Ein Todesstrahl ist halt ein Todesstrahl. Hurra! Yay! Und dann habe ich Becky gesagt, du bist so hässlich. Ich bin froh, blind zu sein. Blind! Okay, die Zieliris hat 300 Jahre Rost auf dem Buckel, aber es sollte hinhauen. Okay. Ich versuche, das Monster an einen guten Platz zu locken. Du kannst die Waffe mit diesem Fernauslöser abfeuern. Cool. Okay, schalt's ab. Clarence, was du das? Hör auf damit! Upsi. Feuere nur kurze Salven ab. Oder deine selbst gebastelte Schaltung verursacht hier oben noch eine Explosion. Wie soll ich mich dafür bloß bei dir bedanken? Weißt du was? Die ganze Zeit auf diesem Raumschiff wollte ich immer nur so nützlich sein, wie ich es jetzt bin. Das bestimmt der. Naja, wünsch mir Glück. Hey, wenn du wirklich aus Stahlhardorf bist, brauchst du es bestimmt nicht. Ah, verliebt. Also, wahrscheinlich nicht, aber... Okay, aber ich würde sagen, wie wir es Mok Chopra heimzahlen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, sonst wird das ja eindeutig zu lang. Ich verabschiede mich also von heute, für heute, und wir sehen uns dann übermorgen um 15 Uhr, wenn es dem Monster an die Eier geht. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, und ich sage wie immer, tschüss und auf Wiedersehen.